Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die anderen Parteien freuen sich zurzeit wieder darüber, dass sie sehr, sehr viel Geld der europäischen Steuerzahler nach außen geben. Und ich bin mir nicht einmal sicher, dass diejenigen, denen sie das Geld geben werden, damit sehr glücklich sind. Denn leider ist auch dieses Programm wieder massiv politisch überfrachtet. Entwicklungshilfe heißt, dass sich Menschen außerhalb Europas in ihren Staaten entwickeln können, so wie sie es wollen, ohne dass wir ihnen diejenigen politischen Inhalte exportieren, die selbst bei uns umstritten sind, aber gerade in traditionelleren Regionen nicht willkommen heißen werden. Und aus diesem Grund werden wir dagegen stimmen. Zum einen, weil es zu viel Geld ist. Zum zweiten, weil es die falschen Inhalte sind. Und zum dritten, weil es eine schlechte Kontrolle gibt, was überhaupt damit passiert. Wer wird das Geld denn konkret bekommen? Wieder die üblichen NGOs, die dann inhaltlich mit denen übereinstimmen, die hier von Genderpolitik über Klimaschutz das den Ton angeben. Entwicklungshilfe heißt, denjenigen Nationen in der dritten Welt die Chance zu geben, sich selbst zu entwickeln auf der Basis ihrer Werte, ihrer Traditionen und ihrer eigenen Talente. Sie erfolgt nicht über Milliarden aus europäischen Haushalten mit politischen Vorgaben, sondern über Partnerschaft, Freiheit und Respekt vor anderen Wegen. Vielen Dank.